Ich begrüße Sie im El Alcoraz, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Rolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das ist die Aufstellung in diesem Spiel. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Und da haben wir die Aufstellung des FC Granada. Toremäßig könnte es heute dünn werden, oder Buschi? Ja, die kennen wir natürlich als sehr defensives Team. Beton anrühren ist angesagt. Mal gucken, ob das zum Erfolg führt. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Jetzt müssen Sie aufpassen. Er versucht den Volley. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Verdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Chance zur Führung. Ah, wichtiges Tor. Er macht die frühe Führung. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und Son Eduard. Ja, da ist Platz jetzt. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Schiedsrichterin lässt Vorteil auf. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Schön dazwischen gegangen.
Ball ist weg. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Da kommt der Schuss. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Odson Edouard. Sehr gut aufgepasst. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Ich glaube, da muss die Schiedsrichterin gelb geben. Ich auch so die richtige Entscheidung in dieser Szene. Was für eine Chance! Wieder lässt er sich nicht aufhalten, wieder das Tor, heute schon sein zweites. Das Tor schauen wir uns gerne nochmal an. Da kommt dieser Halbvolley und da gibt es nichts zu halten. Drin ist der Ball. Das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Setzt sich durch. Das könnte die Gelegenheit geben. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke kommt ins Zentrum. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Sie geben noch nicht auf. Das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Fabio. Machen Sie jetzt gut. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Nun. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da ist die Flanke. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. So, Ecke kommt. Was für eine Rettungstat. Das war natürlich richtig knapp auf der Linie gerettet. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Bleibt hier beim Spielstand. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Sie können es machen. Da ist der Torwart da, gut gemacht.
Die Ecke kommt rein. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Einwurf, der Ball war draußen. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Das muss Freistoß geben. Klare Entscheidung der Schiedsrichterin. Bekommen die Nachspielzeit von der Schiedsrichterin. 3 Minuten Sitz. Muss Einwurf geben. Sie holen sich den Ballbesitz. Schön durchgesetzt. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Und das war die erste Hälfte. Der Anpfiff der Schiedsrichterin. Los geht's hier mit der zweiten Hälfte. Guter Vorstoß da jetzt. Er schießt. Ball wäre gut gekommen, aber er taucht runter, hechtet, macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Klasse. Ecke kommt rein. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Jetzt der Eckball. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Ecke kommt in die Mitte. Was für eine unglaubliche Parade. Ja, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ecke in den Strafraum. Tolle Aktion vom Torwart.
Die Ecke kommt. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Machen Sie jetzt gut. Ball kommt an den langen Pfosten. Kein Problem für den Torhüter. Sie können kontern. Jetzt der Schuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Der Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Der Pfiff der Schiedsrichterin. Hartes Einsteigen, das jetzt eventuell sogar mit Gelb bestraft wird. Nicht überraschend, dass er jetzt die gelbe Karte sieht. Nein, er wurde vorhin bereits ermahnt und jetzt ist er fällig. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß und das ist natürlich eine sehr gefährliche Position. Jetzt wechseln sie hier aus. Ist es das? Gehalten, aber klar, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Nun. Ja, das sieht gut aus. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Toll geblockt. Sie machen schon sehr früh Druck. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Klasse Technik. Klasse gemacht vom Verteidiger. Payne. Sie verlieren hier den Ball. Es ist Grove. Sie können über den Flügel kommen. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Jetzt wird hier gewechselt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ball erstmal weg. Auf außen ist jetzt Platz. Das könnte es sein. Wenn sie den machen, Buschen, dann gibt's doch mal Hoffnung oder so. Ja, das war's wohl für heute. Das wissen Sie auch. Wir sehen. Die ersten Fans gehen nach Hause, die glauben nicht mehr dran. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ballverlust.
Er bekommt Hilfe. Ball kommt. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Payne. Ball draußen, wird Einwurf geben. Beide Teams werden wechseln. Schönes Dribbling hier. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Da haben sie natürlich keine Probleme, das war eine Riesenchance, da müssen sie mehr draus machen. Nachspielzeit ist angezeigt, 5 Minuten haben wir noch. Von dem wissen wir ja, wenn der den Pass bringt, dann wird es gefährlich. Schöne Bewegung. Gut, wie er den Ball abblockt. Odson Edouard. So, was machen Sie draus? Jetzt die Flanke. Da sind sie wieder. Tor. Sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel. Nur noch eins. Jetzt bin ich gespannt. So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke. Und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das wird jetzt Analysen geben, das wird Fragen geben. Woran hat es gelegen? Und ganz ehrlich, ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage war nicht unbedingt verdient. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.